So, sind die hier denn irgendwo? Ich meine, ist ja schön mit den Vasen und so, das finde ich ganz kokett. Aber wo sind die Bärensammler? Ich wollte übrigens Life is Feudal Your Own spielen, aber leider kann ich das nicht. Denn bei mir startet das Spiel nicht, beziehungsweise es startet und stürzt sofort wieder ab. Also kurz Blackscreen und dann ist wieder weg. Das war's. Oder habe ich überhaupt einen Blackscreen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ich kann Life is Feudal, das hier ist ja Forest Village, ist ja, basiert ja auf Life is Feudal. Und es gibt ja Life is Feudal MMO, es gibt Life is Feudal Your Own und es gibt Life is Feudal Forest Village. Alles basiert quasi auf demselben, auf Life is Feudal, auf diesem Spielprinzip und sowas. Und ich kann Forest Village spielen und Forest Village sowie Your Own sind quasi dafür gedacht, das Life is Feudal MMO zu programmieren. Also zu finanzieren, ehrlich gesagt. Also Leute, die das hier kaufen, die Forest Village kaufen und Your Own, die finanzieren damit automatisch, ist, finde ich, eine interessantere Idee als Kickstarter und sowas, die finanzieren damit automatisch wiederum die Programmierung von Life is Feudal MMO, was dann halt richtig groß werden soll. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob und wie und was. Hallo? Wo ist er hin? Hä? Da. So, ach, da hat er schon was gepflückt. 4 Gemüse. Mhm. Ach, das zählt dann zu Gemüsen. So wie die Kartoschkis hier. 0 von 832. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das schneller geht als vorher. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. So, 2 Beerenpflücker haben wir auch. Ich hoffe, das bringt ein bisschen was. Hier basteln wir langsam so ein bisschen ab. Und dann können wir ehrlich gesagt, das Heu müssten wir hier auch einsammeln. Ach du Scheiße. Ja, Rohstoffe sammeln ist ein bisschen mühsam. Vielleicht sollten wir auch ein Grasfeld machen, damit wir darüber dann Heu sammeln können oder sowas. Weil wenn wir weiter bauen wollen... Boah. 110 haben wir jetzt davon, immerhin. 110 Erze, 90 brauchen wir, das ist ganz gut. Holzstämme 150 und wir brauchen eh noch mehr. Mehr und mehr und mehr. Für den Winter. Oh, Larry ist älter geworden. Larry ist älter geworden. Okay, da kann der da gleich mal mithelfen. Wir könnten den natürlich zu den Bären schicken, also zum Bären sammeln, nicht zu den Bären schicken. 638 Fische, wir könnten aber auch fischen. Ich habe das Gefühl, hier hinten ist das nicht mehr so effektiv. Kann das sein? Vielleicht baue ich das erstmal aus. Komm, einer von denen kann auch da mithelfen. Jetzt haben wir auf jeden Fall 13 Erwachsene und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Nahrung wir für die brauchen werden. Hab das Gefühl, die Nahrung geht uns auch langsam aus. Was vielleicht daran liegen kann, dass wir eventuell viele Erwachsene haben. Eieieiei. So, wenn die beiden fertig sind, können wir da hinten noch 3 Fischer anstellen. Das wäre vielleicht ganz gut, hoffe ich zumindest. Und vielleicht können wir hier unten noch einen Fischer machen, der da noch ein bisschen was... Aber die Strecke ist halt so weit. Das ist so ein bisschen doof. Nahrungsmanagement. Eigentlich bei Vanished und hier Nahrungsmanagement. Es ist das absolute Nahrungsmanagement, weil die halt am meisten immer fressen. Und bei dem ganzen Nahrungsmanagement kommst du kaum hinterher, mal irgendwas Vernünftiges zu machen. Da ist ein bisschen schwierig. Fische, guckt erstmal an, wie die weggehen einfach. Die hauen sich die Plauze zu. Was ist das denn hier? Obst. Ach, wahrscheinlich aus dem Wald. Man bräuchte hier mal so, wo man sieht, wie effektiv diese Fischerhütte überhaupt noch ist. 3 Fische, 4 Fische, ich weiß halt gar nicht, ob die, ist sie noch so effektiv wie am Anfang, weil die wirkt, entweder fressen uns hier die Haare vom Kopf, oder hier ist einfach nicht mehr so viel los. Es wäre schön, wenn man darauf irgendeinen Hinweis hätte. Achso, Entschuldigung. Hier müssen wir auch noch einen Bärensammler hinmachen. Das hier wird dann noch ein bisschen dauern, nehme ich mal an. Und eigentlich können wir das auch im Winter machen. Eigentlich
theoretisch können wir das ehrlich gesagt auch im Winter machen. Mit diesem Ressourcen einsammeln und sowas da bauen, das können wir alles im Winter machen. Und jetzt sollte man den Sommer nutzen eigentlich. Ja, ich glaube, das mache ich auch. So, hier, Bärensammler. Nehme ich nochmal einen dazu. Jetzt haben wir nur noch einen von diesen Bauarbeitern und dann hole ich nochmal einen Jäger dazu. Vier Jäger können wir insgesamt haben. Und ein Bauarbeiter, der da hinten das Fischerding da noch macht. Gemeinsam für ein neues Schluckenborstel. So, was haben wir da jetzt? 40 Holz, Steine und Heu oder Stroh brauchen wir noch. Eieieiei, was für ein Wetterchen. Liebe Freunde, was ein Wetterchen. Ich habe das Gefühl, das Feld wird nicht schneller bestellt als mit... Es sind noch zwei Bauern. Oh, Cohen ist auch älter geworden. Oh, jetzt haben wir 14 Erwachsene. Ach du Scheiße. Das wird ein bisschen hart, glaube ich. So, dann können wir vielleicht da oben zwei Fische einstellen gleich. Ich glaube, das wird relativ hart. Und ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute hier echt nur für Nahrungsbeschaffung angestellt werden. Und so eine ganz kleine Randbevölkerung wird da eingesetzt, um dann so ein bisschen nebenbei ein bisschen hier was machen, da was machen. Und im Winter haben wir da lauter Leute nichts machen können. Drei Bärensammler. Zwei Bauern sind fünf Leute, die nicht arbeiten können. Die Fischer schon. Das heißt, wir hätten fünf Leute, die im Winter hier quasi weiter abbauen können. Vielleicht dafür so ein bisschen sorgen können. Dann haben wir den Winter auch noch effektiv genutzt. Und wir nutzen dann die warmen Monate einfach nur für Nahrung anbauen. Nahrungsanbau. Ja, die Nahrung geht uns aus. Auch jetzt. Also klar, nicht nur im Winter, sondern auch jetzt. Aber im Winter können wir auch nichts mehr anbauen. Das geht so langsam einfach. Stein und jetzt wird gebaut. Sehr gut. Da hinten, lecker Beeren. So, ist es fertig? Muss noch ein bisschen. Na komm schon. Da müssen noch zwei Hammerschläge und dann können wir die Fische anstellen. Und jetzt ist es immer noch Frühling. Haben wir ganz gut hingekriegt eigentlich. Ich weiß noch nicht genau, der Bärensammler, ich hoffe, der bringt einigermaßen was. Ich sehe hier immer wieder so ein bisschen Gemüse rumfliegen. Obst jetzt nicht mehr. So, hier sieht man schon so ein bisschen die ersten Ergebnisse. Aber ganz ehrlich, das hier ist natürlich jämmerlich. Für zwei Bauern ist das ein bisschen jämmerlich. Ich glaube, da reicht am Anfang einer und für die Ernte zwei. Würde ich vermuten. Genau weiß ich es nicht. Hat ja zumindest letztes Jahr auch geklappt. Oder ich bin zu ungeduldig geworden. Weil ich Angst habe, dass der Winter zu schnell kommt. So, Fischerhütte 4 von 6, 5 von 6. Und fertig. Und er hat automatisch drei Fische eingesetzt. Interessant. Ist das richtig? Hat drei Fische eingesetzt, aber hier ist ein Fragezeichen.
Komm, ich mach mal 3 Fischer, komm. Ich hoffe, die bringen auch was. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. So, ich glaube, das war ein Bug gerade. Und was ich jetzt mal mache, gerade eben, aktuelles Spiel speichern. Ach, gut geht. Gott sei Dank, vorsichtshalber. Ich müsste eigentlich jede Stunde, müsste ich hier eigentlich... Hä? Eisenhütte? Ah, nee, Fischerhütte. Ich konnte das gerade gar nicht lesen. Ich müsste eigentlich jede Stunde das Spiel neu starten, weil ich glaube, der stürzt sonst ab. So, und wer ist er hier? Warum juckelt der da rum? Ich liebe die Fabelmusik. Und hier, immer wenn die Fabelmusik spielt, will ich hier so ein bisschen rumlaufen. Zeit machen. Ich liebe diese Kamerafahrten. Ich weiß nicht warum. So, wer bist du? Ja, der hat Obst und hier hat Gemüse. Okay, und er hier hat Obst. Und hier kommen jetzt die ersten Fischer ran. Sehr, sehr gut. 3 Fischer haben wir. 1 Fisch. Mhm. Vor allem können die auch im Winter fischen. Ich hoffe, das bringt was. Sollen welche in diesem Beruf arbeiten? Ach, und hier im Gebäude. Alles klar. Oh Gott. So, das erklärt natürlich einiges. 3 Leute arbeiten in diesem Beruf. Wieso ist hier jetzt ein Fragezeichen? Zack. Hä? Irgendwie ist das hier alles sehr merkwürdig. Jetzt hat das Ding ein Fragezeichen. Was ist da hinten los? Jetzt hat das ein Fragezeichen. Das hier aber nicht mehr. Hä? Okay, wo sind denn jetzt die Angler hier? Ein Baby wurde geboren, da freue ich mich. Ganz kurz, die Angler hier. 3 von 6 Personen, welche in diesem Beruf arbeiten. So, 5. 5 Leute in diesem Beruf, 3 Leute in diesem Haus. Und hier hinten offenbar auch aktuelle und maximale Anzahl der Personen im Gebäude. Okay, hier scheint es zu laufen und da hinten angelt jetzt auch jemand. Ich hoffe, das funktioniert alles einigermaßen. 2 Leute. Und da hinten. Da geht noch einer hin. Der ist auch Fischer und da scheinen dann 3 Leute zu sein, oder? Jetzt sehe ich heute 2, aber hier war doch gerade noch jemand. Da hinten sind auch nur 2. Sollten wir vielleicht ein bisschen beobachten. Wir müssten 5 Fischer haben. Ich finde das noch nicht sehr eindeutig mit diesem Anzahl von Leuten, die hier lalala und so. Das ist noch nicht ganz so eindeutig. Ich verstehe natürlich die Intention dahinter, aber es ist noch ein bisschen verwirrend. So, und wir haben jetzt gar keinen Arbeiter übrig, sondern alle sollten jetzt hier fleißig am Schuften sein. 539 Fisch, 14 Fleisch. Fleisch wird auch ein bisschen mehr. 10 Obst. 20 Gemüse, aber ich bin ganz ehrlich, ich sehe schwarz für den nächsten Winter. Wir sind 19 Erwachsene.
es wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig. So, jetzt werden die Kartoffeln immer richtig angepflanzt, Gott sei Dank. Ich sehe sehr, sehr schwarz für den nächsten Winter. Wenn wir hier nicht ein bisschen mehr... Ja, noch ein bisschen mehr Nahrung herkriegen irgendwoher. Aber vielleicht jetzt ja mit den Fischern. Das Problem ist, wenn die so weit weg sind von da, wir müssten hier eigentlich noch so ein Schlaf, ne, so eine Schlafstätte hinbauen, damit die nicht ewig, diese ewig langen Wege haben. Die gehen jetzt da schlafen und gehen dann da wieder zurück. Oder gehen da was essen und gehen da wieder zurück. Das ist ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Wir müssten denen hier so eine, genauso wie bei dem Jäger und sowas, wir müssten denen hier eigentlich so ein Häuschen hinmachen, damit die Fischer da wohnen können. Die Frage ist nur, wer soll das Häuschen bauen? Wir haben momentan keine Bauarbeiter mehr. Nicht so gut. Vielleicht machen wir das im Winter. Und vielleicht werden die alle sterben. Diesen Winter kann ja auch sein. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Befürchtung, ein bisschen Bedenken. Vielleicht hätten wir einfach zwei von diesen Feldern machen sollen. Noch ein zweites von den Feldern, dann wären das nämlich 1600. Huch. Andererseits, die ernähren sich ja jetzt auch die ganze Zeit von dem Krams, was da reingeht. Die müssen ja jetzt auch essen. Sicher fast gar keinen auf der Reling, das ist ein bisschen doof. Vielleicht sollte ich echt noch lieber noch einen Bärensammler machen. Es ist spätes Frühjahr, könnte sich noch lohnen. Und dann mache ich im Winter lieber ein paar Fischer. Vielleicht lohnt sich das mehr, wenn wir hier in die Nähe, zumindest so einigermaßen in die Nähe, noch einen Bärensammler setzen. Vielleicht haben wir da mehr von als von den Fischern. So, habe ich mal da hingehauen. Hier ist der Jäger und dann haben wir hier noch einen Bärensammler. Wie mache ich das am besten? Ich ziehe mal einen Fischer ab. Am besten von da hinten. So. Hat nicht so gut geklappt. So, gut. Hier ein Bauarbeiter dran und dann hoffentlich geht das alles irgendwie. Da muss noch ein bisschen was weg. Geht da schon jemand automatisch hin? Einer ist der Jäger. So, 10 Experience Points. Gut, dann bauen wir uns noch einen Bärensammler. Ich hoffe, das geht alles einigermaßen. Ich hoffe, das kriegen wir alles einigermaßen hin. Ich habe Angst vor dem nächsten Winter. Ich bin da ganz ehrlich, ich habe Angst vor dem nächsten Winter. Ich muss mal gucken, dass ich im Winter vielleicht die Fischerhütte besetze, aber jetzt hier im Sommer erstmal diese... Das war diese Bärenhütte holen. Es ist Frühsommer. Eieieiei. Ach, Stuckenborstel. Ach, Stuckenborstel. Du bist doch mein ewig Sorgenkind. So, was haben wir hier? Da haben wir immer noch drei Baumstämme. Das lohnt sich alles gar nicht. Wie viel braucht man sonst? 200 Steine. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich 200 Steine hernehmen soll, außer wir machen den Steinbruch irgendwann. Aber dafür brauchen wir unbedingt, ja, eigentlich ein paar Leute. Und die sind alle damit beschäftigt, Nahrung zu suchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, das kriegen wir alles überhaupt irgendwie hin. Ich habe ein bisschen Angst.